Herzlich willkommen in meinem Kanal Sammlerfreak. Mit der Serie Münzen sammeln, aber richtig, möchte ich euch einmal deutsche Münzen vorstellen und zum anderen auch Grundlagen für das Münzensammeln vermitteln. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mit dem heutigen Clip möchte ich dir die 20 Euro Silbermünze zum Gedenken an den 175. Geburtstag von Nelly Sachs vorstellen. Nelly Sachs, eine in Berlin geborene jüdische Schriftstellerin, ist in der Zeit des Nationalsozialismus 1939 nach Schweden ausgewandert und hat dort den wesentlichen Teil ihres Schaffens erlebt. Beginnen wir mit dem Auslieferungszustand der Münze durch die Verkaufsstelle für Sammlermünzen. Die Münze wird in einem Pappfolder abgeliefert, der aufgeklappt auf der linken Innenseite etwas zur Person Nelly Sachs darstellt, auf der rechten Seite die Münze in einem Kunststoffring verkapselt enthält mit den technischen Daten der Münze und auf der Rückseite die Wertseite zeigt mit einer Beschreibung der Wertseite. Die verkapselte Münze ist zwar relativ stramm in den Kunststoffring im Folder eingeklemmt, lässt sich diesem aber entnehmen. Die Kapsel ist selber eine Klarsichtkapsel, die einen ungehinderten freien Blick auf die Münze, sowohl hier die Rückseite als auch die Vorderseite, wie auch den Münzrand ermöglicht. Die Bildseite der Münze zeigt vor einem hochglänzenden Spiegel 5 Stacheldrahtreihen. Auf dem mittleren sitzt ein kleiner Singvogel. Umschrieben ist die Münze mit "Kommt einer von ferne, Nelly Sachs 1891 bis 1970. Diese Münze nimmt Bezug auf das Gedicht "Kommt einer von ferne" von Nelly Sachs. Darin setzt sie sich mit der Shoah, der Flucht, der Verfolgung auseinander und symbolisiert durch den kleinen Vogel auch die Hoffnung und die Möglichkeit, in die Ferne zu entfliehen. Der Entwurf für diese Münze stammt von dem 1976 geborenen Georg Mann, einem Steinmetz, der an der Hochschule für Kunst und Design in Halle bei Bernd Göbel gelernt hat. Die Jury des Münzwettbewerbes würdigt an diesem Entwurf die einprägsame und insbesondere international verständliche Symbolik, die Gewalt und Freiheit gleichzeitig beschreibt und sich mit der Thematik des Gesamtwerkes von Nelly Sachs auseinandersetzt. Die Rückseite zeigt einen stilisierten deutschen Bundesadler mit auf jeder Seite der Flügel 6 Europasternen. Umschrieben ist sie mit Bundesrepublik Deutschland 2016, 20 Euro und dem Münzzeichen F für die Ausgabestätte. Der Randstab ist leicht erhaben und mattiert. Der Rand ist mit einer vertieften Prägung des Mottos "Frieden, du leiseste aller Geburten" versehen. Mit dem Datenblatt kommen wir zu wichtigen Informationen für den Sammler, wie zum Beispiel das Material, Durchmesser, Auflagenhöhe und auch Ausgabepreis durch die Verkaufsstelle für Sammlermünzen. Tja, das war's für heute bzw. für diese Ausgabe meiner Serie Münzen sammeln, aber richtig. Aber es ist nicht die letzte Ausgabe dieser Serie. Du wirst noch andere Ausgaben finden, in denen ich weitere Münzen, die in Deutschland erschienen sind, besprechen werde und dir auch Hinweise geben werde dafür, wie man sachgerecht mit Münzen als Sammler umgeht. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, besuch mich mal wieder, bis bald.